Nun ist es beschlossene Sache. Die Bundesregierung untersagt den Verkauf der Chipfertigung des Dortmunder Unternehmens Elmos an einen chinesischen Investor. Das hat das Kabinett nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios beschlossen. Auch einer Übernahme der bayerischen Firma ERS Electronic durch ein chinesisches Unternehmen wird nach Medieninformationen offenbar ein Riegel vorgeschoben. Die Firma ist weltweit tätig in der Halbleiteranlagenindustrie. Wirtschaftsminister Habeck plant generell, die Übernahme deutscher Firmen in Schlüsseltechnologien etwa durch chinesische Investoren zu erschweren, um Abhängigkeiten zu verhindern. Die sogenannten Fünf Weisen sind eine Institution hierzulande. Seit 1963 gibt es den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland. Das Gremium erstellt unter anderem jährlich ein Gutachten für die Bundesregierung, das heute aktuell veröffentlicht wird. Nach Medienberichten erwarten die Experten für dieses Jahr ein Wachstum von 1,7%, bevor die Wirtschaft im nächsten Jahr in die Rezession rutscht. Stefan Stuchlik in Berlin. Diese Zahlen dürften die Bundesregierung erfreuen. Sie ginge bisher in ihren Berechnungen von einer schlechteren Konjunkturlage aus. Ja, die Zahlen für das Bruttoinlandsprodukt sehen wirklich freundlicher aus. 1,7% Wachstum in diesem Jahr statt 1,4, wie in der aktuellen Konjunkturprognose der Bundesregierung. Nur 0,2% Rezession im nächsten Jahr statt 0,4. Allerdings muss man sagen, wenn man die Seiten umschlägt und sich dann das Kapitel Inflation vornimmt, dann sieht natürlich die Prognose sehr düster aus. 11,8% Inflation allein im September bei den Lebensmitteln und, sagen die Wirtschaftsweisen, die Rezession bzw. die Inflation wird uns mittelfristig begleiten, zumindest so lange, wie der Ukraine-Krieg andauert. Angesichts dieser Wirtschaftslage, welche Weichen müssten denn laut Experten nun gestellt werden? Das eine, was vorgeschlagen wird, ist eine fiskalpolitische Weiche. Die Wirtschaftsweisen schlagen eine Anhöhung des Spitzensteuersatzes vor oder alternativ einen sogenannten Energiesoli für Wohlhabende. Damit wird wahrscheinlich SPD und Grüne gut leben können, die FDP aber nicht. Und energiepolitisch sollte man die Atomkraftwerke über 2023 weiter betreiben. Damit werden die Grünen wahrscheinlich nicht einverstanden sein. Ob das allerdings dann die Strompreise senkt, darüber gibt es im Sachverständigenrat unterschiedliche Meinungen. Dankeschön, Stefan Stuchlik, danke nach Berlin. Und auch an den Finanzmärkten schaut man sehr genau auf das Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen, auf die Konjunkturaussichten. Stefan Wolf, in der Frankfurter Börse, teilt man denn dort die Sicht des Expertenrates? Bedingt, denn hier fährt man sehr viel stärker auf Sicht, als es vielleicht die Wirtschaftsweisen tun. Und da haben sich die jüngsten Daten doch zuletzt recht negativ präsentiert. So haben die Industrieunternehmen weniger Aufträge bekommen, als man das ursprünglich erwartet hat. Die Auftragsbücher leeren sich und das wird sich natürlich auch auf die Produktion auswirken. Außerdem hängt natürlich auch maßgeblich vom Wohl und Weh der deutschen Wirtschaft ab, wie sich die großen Kundenländer dieser Exportnationen entwickeln. Allen voran die USA und China. Der deutsche Aktienindex verliert leicht 79 Punkte auf jetzt 13.610. Im Blickpunkt stehen dabei die Midterm-Wahlen, wobei die Hängepartie, die man auf politischer Seite befürchtet, von den Finanzmärkten gar nicht so schlecht erachtet wird. Denn in solchen Zeiten der Pattsituation sind die Kurse immer überdurchschnittlich stark gestiegen. Dankeschön, Stefan Wolf. Danke nach Frankfurt am Main. Die vergangenen 7 Jahre waren so heiß wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Der Druck auf die Weltklimakonferenz in Ägypten ist daher groß. Die Vertreterinnen und Vertreter aus etwa 200 Staaten ringen seit Sonntag um Maßnahmen, mit denen die Erderwärmung begrenzt werden soll. Dass die Folgen des Klimawandels schon jetzt dramatisch sind, zeigt die Situation in vielen ärmeren Ländern, beispielsweise auf den Philippinen. Manila, eine sinkende Metropole. Starkregen häufen sich und der Meeresspiegel steigt jedes Jahr um etwa 7 mm. Zu lange haben sie auch hier die Folgen des Klimawandels unterschätzt, beklagen Experten. Jetzt fühlt sich in den Philippinen alles an wie ein einziger Notfall. Alles fühlt sich nach Krise an und das ist es auch. Alles ist ein Rennen gegen die Zeit. Überschwemmungen sind ein Dauerthema in den Philippinen, nicht nur bei starkem Regen. In Bulacan, einem Vorort von Manila, steigt das Meer immer öfter über die Ufer. Wohnhäuser stehen dann tagelang unter Wasser. Auf dem Weg zur Schule, trockenen Fußes, geht das an solchen Tagen nicht. Fahrradtaxis sind dann das einzige Verkehrsmittel, das nicht liegen bleibt. Mit einem erhöhten Platz im Beiwagen pflügen sie durch das Hochwasser auf den Straßen. Noch dramatischer ist die Lage auf den Inseln in der Bucht von Manila.
Sie werden immer öfter komplett überschwemmt, wie hier Salambao, nur wenige Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Die Grundwasserbrunnen drohen zu versalzen. Die Versorgung der Inselbewohner ist in Gefahr. Erste Häuser stehen schon leer. Insgesamt sind 13 Millionen Küstenbewohner in den Philippinen von Überschwemmungen bedroht. In Berlin ist heute auch an den Mauerfall vor 33 Jahren erinnert worden. An der Gedenkstätte Bernauer Straße steckten Menschen Rosen in die dort noch stehenden Mauerreste. Mit dem Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 endete die jahrzehntelange Teilung Berlins und Deutschlands. Etwa 260 DDR-Bürger wurden bei Fluchtversuchen an der innerdeutschen Grenze getötet.